Dem sogenannten NSU, dem nationalsozialistischen Untergrund, wurden 10 Morde angelastet. 5 Opfer lebten in Bayern. Das Behörden- und Ermittlungschaos wurde in einem Untersuchungsausschuss im Landtag ausgebreitet. Die CSU fragte jetzt, wie denn die Erkenntnisse umgesetzt wurden. Ja, direkt, wenn man das jetzt so sieht, kann man sagen, ist noch nicht viel umgesetzt worden, aber die Erkenntnisse aus dem Bericht sind natürlich schon eklatant. Und wenn man sieht, dass praktisch keine Zusammenarbeit unter den Bundesländern war, muss das natürlich auf große Füße gestellt werden. Ich selber bin nicht in diesem Untersuchungsausschuss und ich will dem Untersuchungsausschuss in seinen Ergebnissen nicht vorgreifen. Er ist dafür verantwortlich. An dieser Stelle wird entschieden und berichtet. Der Untersuchungsausschuss hat eins zutage gebracht, dass in Bayern, obwohl in Bayern diese Mordanschläge basierten, der Verfassungsschutz hier nicht behindern gearbeitet hat. Die bayerische Kriminalstatistik erfasst nur registrierte Straftaten. Es gibt aber Delikte, deren Dunkelziffern enorm hoch sind. Nur eben taucht dieses Potenzial nicht auf in offiziellen Sicherheitsberichten und Statistiken. Die SPD forderte jetzt die öffentliche Berücksichtigung der sogenannten Dunkelfeldforschung. Dieser Sicherheitsbericht, dem wir natürlich zustimmen werden, macht Sinn, um auch nach außen hin zu zeigen, wie sicher ist Bayern, mit welchen Methoden wird diese innere Sicherheit auch gewährleistet. Es nützt ja auch nichts, wenn man immer Berichte bekommt, dann ist ja alles schon erledigt. Und man sollte ja trotzdem auf dem Laufenden sein, um daraus auch Lehren ziehen zu können, was man verbessern kann. Und das ist eigentlich der Sinn und Zweck von Berichten, weil sonst landen sie immer nur im Papierkorb und damit ist eigentlich niemandem gedient. Immer häufiger machen Fußballspiele Schlagzeilen, nicht der Tore wegen, sondern der Ausschreitungen wegen. Schlägereien und Exzesse benötigen stärkere Polizeipräsenz. Nicht selten tragen die Beamten schwere Verletzungen davon. Die Abgeordneten fragten nun nach einem bayernweiten Sicherheitskonzept für die eskalierte Lage. Die, sagen wir mal, Polizei, die Sicherheitskräfte, die vor Ort präsent sind, dadurch auch schon eine gewisse Sicherheit ausstrahlen, die müssen wir verstärken. Wir wissen, dass das immer mehr eskaliert bei solchen Veranstaltungen, bis hin möglicherweise dann solche Veranstaltungen sogar zu verbieten. Der Landtag stellt den 3 Ligen, also 1., 2. und 3. Liga, stellt man Mittel für Fanprojekte zur Verfügung in Millionenhöhe. Die müssten hier noch viel mehr in die Prävention, in die Fanprojekte hineingehen, dass genau so eine Radikalisierung im Umfeld von Bundesligaspielen überhaupt nicht stattfinden kann. Soweit die aktuellen Themen und Meinungen aus dem Bayerischen Landtag.